Commander, wir empfangen Übertragungen aus diesem Gebiet. Entschlüsselung läuft. Nexus, die geforderte synaptische Technologie wurde geborgen und auf den Weg geschickt. Commander, besteigen Sie den Transporter und durchsuchen Sie das ausgewiesene Gebiet nach der feindlichen Forschungseinrichtung. Sobald diese identifiziert ist, begeben Sie sich zum Rückflug nach Landezone 2. Vermeiden Sie zu diesem Zeitpunkt Feindkontakte. Missionstimer aktiviert. So, und damit beginnt unsere nächste Mission. Wir sollen ein Forschungseinrichter des New Paradigm hier auswendig machen. Und ja, das machen wir auch. Ich schicke die Truppen jetzt los. Die Truppen sollen nämlich zu den Transportern nämlich hin. Traurig aber leider wahr. Die müssen jetzt nämlich einmal um die ganze Karte in die Düsen, um da hinzukommen. Ich weiß, aus der letzten Folge, das war schlecht vorbereitet, aber gut. Da muss ich jetzt wohl auch durch. Aber hey, wird schon schief gehen. Ja? Also da bin ich ganz zuversichtlich. Guck mal, da ist das Fahrzeug sogar schon angekommen. Na guck mal, da kommen schon die nächsten Fahrzeuge. Ja, aber so lange werden die meisten Fahrzeuge gar nicht brauchen. Das wird schon ganz smart. So, ich habe hier doch gar keinerlei Fahrzeuge, ne? So. Genau, was die beiden Fahrzeuge machen könnten. Produktion abgeschlossen. Die können mal das hier alles abreißen. Und nur sicherheitshalber hier mein Radar hintummen und da. Ja, das sollte reichen. Ja, das sollte definitiv reichen. So. Produktion abgeschlossen. Das ist ein Kommandofahrzeug. Es ist schnell. Ja, man sieht auf jeden Fall, wir haben 5 Basen hier in der Alpha-Zone. Nummer 1, Nummer 2, 3, 4 und 5. Wobei ich das lustig finde, dass ich die Basis hier in der Ecke mal hingebaut habe oder die hier. Bin ich ganz fasziniert von. Ich finde das super. Ich finde das gut. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das auch ganz lustig wird. Ja. So. Ah, guck mal, ich hab. Na, das Plateau habe ich noch nicht ganz fertig bekommen. Da fehlen noch ein paar Gebäude. Produktion abgeschlossen. So. Konstruktion abgeschlossen. Aber wir dürfen Mörser nicht fehlen, ne? Das ist ja. Fakt. Tisch. Konstruktion abgeschlossen. So. Bei manche Basen müssen wir aber auch die Verteidigung aber auch echt verstärken, weil das später nochmal lustig sein wird. Konstruktion abgeschlossen. Ja. Produktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Irgendwie sag ich bei mich deswegen ja auch schon, dass die ganze Geschichte laufen wird. So, da müssen wir hin. Und da kommen wir auch gleich hin. Soweit haben sie die Fahrzeuge nicht. Mit dem schon locker, die haben schon die Hälfte der Strecke schon geschafft. Konstruktion abgeschlossen. Guck mal, die Kommandoeinheit hat sich sogar schon zur Reparatur begeben. Bringen wir sogar schon dahin. Und dann läuft, der Hase. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Lisa, ist natürlich jetzt doof, dass ich mich jetzt dementsprechend nicht auf diese Mission richtig vorbereiten konnte, aber das ist nicht so schlimm. Na, guck mal. Ja, wir brauchen noch eine schöne stattliche Truppe.
Konstruktion abgeschlossen. Produktion. Die werden auch für Sicherheit auf dem Plateau sorgen. Hier haben wir 4. Ach so, stimmt. Ich weiß, warum die nicht gebaut werden. Deswegen. Na. Konstruktion abgeschlossen. Ah, guck mal, die Fahrzeuge kommen da jetzt allmählich auch alle an. So, was jetzt der Kur an dieser Geschichte ist. So, die Fahrzeuge werden wir jetzt alle mitnehmen. Da ist noch ein Lancer, den nehmen wir ebenso mit. So wie diesen Lancer. Und genauso wie die restlichen Teile dieser Truppe. Und dann gucken wir, bevor wir den Transporter auch kriegen. Achso, dann müssen wir die hier auch noch zur Landezone bringen. Ich denke mal, damit dürfen wir... Ja, guck mal, 2 Plätze noch. Damit kriegen wir den Transporter auf jeden Fall voll. Guck mal, haben wir 2 Lancer und der Rest Panzer auf Halbketten. Halbketten sind relativ schnell, das ist gar nicht mal so schlecht. Und damit können wir nach einer etwas längeren Zeit, nach ein paar Folgen, mal wieder die nächste Transporter-Mission starten. Let's go! Da, 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 da. So, da kämen wir zuerst in Landezone. So, diese sollen wir durchforsten. Zugewiesen an Commander. Und die haben wir ja hier an. Ja. Wir haben da ein paar Stirnfriede, die machen wir mal platt. Was ich mal kurz machen werde, kurz mal Einstellung. So. Ein bisschen die Audio niedriger stellen. Die Sache ist die, wir können dieses Mal nicht drauf bauen. Nein, keine Reparatur. Ja, vermeiden Sie zu dem Zeitpunkt Feindkontakt. Das war die Basis. Was steht denn da? 1 von 4, 0 von 4 Artefakte eingesammelt. 1 von 3 Basen zerstört. 56 feindliche Einheiten vorhanden, 37 feindliche Strukturen. Jeder Schuss hat einen dieser Scavenger-Fahrzeuge zerstört. Das ist ja schon mal richtig nice. Aber ja, wir kriegen Verstärkung hier. Der Gegner kommt nach oben. Ich schätze mal, damit haben wir irgendwelche bestimmten Leute mitgehört. Alter, hier. Der Lancer hat Skill. Der wo er hinschießt, trifft er auch. Das ist so schon der Hammer. Seht euch diesen Lancer an hier. Der hat Skill, wohin er schießt. Das ist der Wahnsinn. Okay, fahren wir mal hier unten weiter. Ist ja nicht schlecht, wenn die hier auch schon mal ein bisschen vorfahren. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Ich glaube, da müssen wir hin, oder? Ach, guck mal, hier kommen wir nach unten. Ah, jetzt hat er mal sein Ziel verfehlt. Ah, guck mal, hier weisen auch schon mittlere Beschädigungen auf. Das sind Mörser. Okay, wir düten jetzt da durch. Hier kommst du nicht. Ach, hier müssen wir hin. Okay.
scheinen mir aber noch schwerer bewaffnet zu sein, als auszusehen. Einheit wird angegriffen. So, wir sind angekommen. Missionstimer. Commander, wir haben diese Nachricht an das New Paradigm entschlüsselt. Okay. Gute Arbeit. Sobald wir das Artefakt analysiert und bewertet haben, folgt die Belohnung. Commander, Verstärkungen sind verfügbar. Zerstören Sie die Basis des New Paradigm und bergen Sie alle vorhandenen Artefakte. Sammeln Sie Ihre Truppen in Landezone 2, sobald die Mission abgeschlossen wurde. Okay, das war gerade etwas merkwürdig. Ich habe jetzt nur links wo die Audio jetzt gehört. Das könnte auch sein, dass ihr Video für Kids auch echt nicht mehr die tollste ist. Das muss ich mal im Auge behalten. Schauen wir mal. Gut. Okay, das war nicht schlau. Ich habe vergessen. Zack. Ich habe vergessen, eine Baueinheit hinzuzufügen. Verdammt, da habe ich jetzt getrödelt. Ich habe vergessen, eine Baueinheit hinzuzufügen. Na gut, nicht so schlimm. Beim nächsten Transporter. Das heißt, in spätestens 2,5 Minuten können wir angreifen. Solange müssen wir die Landezone halten. Ja, da muss ich auch ein bisschen vorsichtig sein, weil, ja, wir wollen ja mal nicht allzu viel kaputt machen. Kämpfe haben, die müssen wir gerade etwas vermeiden. Ah, ärgert mich, dass ich jetzt einen Transporter den LKW jetzt vergessen habe. Na gut, wir wissen ja schon mal, dass sich eine Basis schon mal hier befindet. Wo sich die zweite befindet, könnte interessant sein. Aber da hier Scavengers kommen, gehe ich von aus, dass sich hier wohl noch ein paar Scavengers hier rumtreiben. Schauen wir mal. Achso, ich wollte gerade sagen, wieso sehe ich den Landezone-Timer nicht mehr? Doch. So, ich meine, ist ja schon mal schön, ne? Aber ich. Na, schön. Toll, jetzt habe ich noch kampffähige Einheiten. Na ja, gut. Na komm. Dass er erstmal durch die ganze Karte fliegen muss, ne? Oh oh. So, danke schön. Ja, lang genug gedauert hier. So, let's go. Ach, die Schweine bauen hier auch noch Verteidigung hin. Ah, da muss ich zurückschlagen, das geht nicht anders, sonst tanzen die uns hier ewig auf der Nase rum. Es klimpern uns sonst ein paar Einheiten kostet, außer der Commander fragt mich dabei. Das ist meine in dem Moment gerade auch am liebsten. Oh, die halten jetzt aber ganz schön was. Was ist das denn? Die Fahrzeuge sind größer als die anderen. Kann das sein oder bilde ich mir da schon fast ein? Hier befindet sich auch noch ein Gegner. Ah, wir müssen zurückschlagen, sonst bauen die uns die zu und das wäre in der Tat nicht ganz so fröhlich. Zumindest würde mich das wahrscheinlich auch nicht glücklich machen. Könnt ihr aufwenden, ihr sollt nicht die Landezone belagern. Ah, da befindet sich also eine Scavenger-Basis. Interessant. Bleiben wir besser noch hier. Ich habe da kein so gutes Gefühl. Ah, die Verstärkung taucht jetzt gleich auf. Gott sei Dank. Alter, ich hätte nur noch 14 Hitpoints. Ein Treffer wurde irgendwas und das Ding ist 100% Schrott. So. Buch. So. Erst meine Reparaturstation. Einheit wird angegriffen. Zugewiesen an Kommando.
Die restlichen Truppen schließen sich dem Kommandofahrzeug an. So. Ach guck mal, haben wir sogar genau 20 voll. So, jetzt können wir auch richtig reparieren hier wieder. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal den kleinen Störenfried hier an der Seite beseitigen, sonst muss ich dafür noch Verteidigungen nochmal aufbauen. Den mache ich da jetzt platt. Den wische ich den Boden durch, das glaubt man. Ich möchte auch gerne noch mehr Truppen schicken. Ah, guck mal, haben wir die Skirmish-Basis schon mal vernichtet. Wunderbar. Super. Damit bleibt nur noch eine Basis, sonst ist die vom New Paradigm. Die sind frech, ne? Greifen hier einfach ohne Vorwarnung hier. Die Reparaturstation an hier. Beim Verständnis, aber da kann ich doch keine Gnade zeigen. Nee, kommen wir denn hier hin? Wobei ich diesen Defensivpunkt da echt gerne haben will. So. Wir müssen mal kurz die Berge hier rauffahren. Mach doch mal endlich mal diesen Geschützturm da oben ab kaputt. Das fand ich schon mal ein bisschen doof, dass ich da immer auf die... Ah, super. Wie sieht das aus? Alle 20 Truppen vollständig? Ja. So. Ja, ich werde den nämlich jetzt mal recyceln. Ich glaube, wir werden hier bei der Mission eine bestimmte Technologie bekommen. Sagen, man ist ja endlich mal dieses Fahrzeug mal kaputt. So, Angriffsplan ist ausgearbeitet. Achso. Bereite schon mal den nächsten Transport vor. Mann, haben wir viele Müll-LKWs hier. So. Damit sparen wir jetzt auch schon mal ein bisschen was zusammen. Das ist schon mal was wert. Na, die hatten jetzt gerade vorhin genug Zeit gehabt, sich neue Verteidigungen aufzubauen. Okay, dieses Baufahrzeug nervt jetzt offiziell. Okay.
gut, ich weiß zwar nicht ganz, was sie da machen, aber die machen da was. Ja. Oh weia, wir haben ein Fahrzeug verloren. Naja, wir werden es überleben. Wo fährt denn das Baufahrzeug da jetzt hin? Scheißt ihr euch da jetzt mit Verteidigung jetzt zu, oder was? Ich hab keine Ahnung. Aber ich glaube, die wollen noch lange da noch aufräumen, noch zubauen. Einheit wird angegriffen. Na, soll sie, Mann. Einheit wird angegriffen. Zugewiesen an Kommando. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. So. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. So. Jetzt würde ich mal sagen, wird mal richtig aufgeräumt. Ach, guck mal, da kommt schon wieder der nächste Transporter. Es geht ja so rasend schnell. Ja, aber diese Mission sollten wir eigentlich locker schaffen. Sagen, ist der Turm nicht am beschädigt? Einheit wird angegriffen. Ach du Scheiße, da oben sind ja nochmal 5-6 Panzer. Hm.
mal da belagern. Ja, aber echt ein bisschen schwer bald hin, ne? Ich baue ja auch schon Verstärkung. Aber unsere Kommandoeinheit kämpft ja aber hart und verbittert. Das ist auch kein leichter Kampf, muss man dazu erwähnen. Oh, weia. Schicken wir auf jeden Fall schon mal Verstärke runter. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt. Aber wir sind auf jeden Fall trotzdem schon mal ein Stück vorwärts gekommen. Also in einer halben Stunde sollten wir diese Basis hier platt gemacht haben. Locker. Also ich rechne jetzt grob geschätzt mit 10 Minuten. Grob geschätzt. Einheiten. Ist auch ein bisschen der Hammer, ne? Wie wo sie die ganzen Fahrzeuge gerade überall herholen. Die müssen noch eine Fabrik da stehen haben auch. Ich glaube, ich würde mal eine andere Strategie fahren. Einheit wird angegriffen. So, let's go. Ganz ehrlich, wenn wir von vorne schon nicht in die Basis reinkommen. Guck mal, sogar eine richtig gute Idee, von hier oben anzugreifen.
können wir dir mal richtig auf die Nerven gehen. Ja, da haben wir Gegner. Na, guck mal, einen Artefakt haben wir. Oh, die haben tatsächlich sogar eine Fabrik. Wie frech sind die denn? Oh, noch ein Artefakt entdeckt. Das ist super. Die haben ja sogar zwei Fabriken stehen, ne? Brauche mich auch nicht wundern, ehrlich gesagt. Artefakt darum, das glaubt mir kein Mensch, doch. So, ja, wie gesagt, sicherheitshalber eine Verteidigungslinie. Ach ja, so. Damit haben wir den ein bisschen wehgetan, aber mehr haben wir eigentlich noch nicht geschafft, was ich ein bisschen schade finde, aber es nützt nichts. So, jetzt ziehen wir das Stabby-Spiel mal bei euch ab. Ah, kennen sie auch. Da kann ja theoretisch von der Basis auch nichts mehr dafür übrig sein. Nee, das glaube ich nicht. Fahren wir mal hier hin. Was mich stört, sind diese beiden Flammenwerfer da am Eingang. Die könnten dann echt ein bisschen nervig sein. Ansonsten sollten wir den Rest eigentlich hinkriegen. Wir wissen noch, dass ein paar hier Mörser irgendwo da im Dunkeln sind. Also irgendwo hier. Irgendwo hier. Und ja. Da stand noch ein Fahrzeug rum. Das geht ja gar nicht. Na komm, rein da mit uns. Schnappt euch mal das Artefakt, dann könnt ihr ein bisschen was forschen. MG, was haben wir hier noch? Mini-Raketen. Was haben wir noch? Aha, irgendeine Dingslegierung. Noch was? Mini-Raketen, ja. Okay, zurück jetzt zur Landezone. Das heißt, wir haben die Mission jetzt fett da. Oh, sind ja noch vier dieser Mörserpanzer. Okay. Da kommen auch mal so Truppen. Zur Landezone. Einheit wird angegriffen. So. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Rückkehr zur Landezone. Einheit wird
wird angegriffen. Grundlagenforschung abgeschlossen. Was haben wir da denn? Mischung für Fahrzeuge MK2. Was ist hier? Ein Neurom mit der Rom Scorpion. Das ist ja von den New Paradigm. Das haben wir zwangsweise ja mitgeforscht. Schwerer Melder Bombard. Wenn, dann wollen wir hier nochmal richtig aufräumen, ne? Mal gucken, vielleicht finden wir ja noch ein paar Fässer. Forschung abgeschlossen. Nee, ne. Oh. Neue Forschungssachen für unsere Kanonen. Ob wir die letzte hochexplosive Anti-Sprengkörper-Raketen. Ah, super. Haben wir die Basis kaputt gemacht? Gut, dann forschen wir mal die Lancer hochexplosive Sprengköpfe. Und so läuft der Hase, meine Freunde. Huppala, Entschuldigung. Und so läuft der Hase. Diese, da kann man im Prinzip da fast nur noch sagen, wir müssen warten. Hoppla. Und schauen, dass wir das Beste halt draus machen, ne? Ach ja. So, ich muss mal eben was an mein Handy hier gerade machen. So, ich mach damit gleich nochmal weiter. So, was gibt's denn hier noch? Genau, was? In die Raketenbatterie. Sehr schön. Das forschen wir auch mal. Ich habe mir sagen dann, die Mini-Batterien sind besonders gut gegen Cyborgs. Das hat sich zumindest in ein paar Multiplayer-Spiele behauptet. Ob ich dabei gewonnen habe, ist allerdings eine zweite Frage. Aber es waren schon gute Spiele gewesen. Moment. Ach, ich sehe gerade, jetzt weiß ich auch, wo der Sammelpunkt für die... Oh, Forschung abgeschlossen. Oh, was haben wir da denn? Schwerer Rumpf Pythor. Na, da haben wir jetzt also unseren schweren Rumpf dann zur Verfügung. So, das heißt... Den Panzer werde ich schon mal schrotten. Weil ich dir gleich eine neue Variante natürlich mitnehmen würde, das ist klar. Zack. Können ja alle gerne bei der Landung rumgammeln. Ey. Komm mal. So. Siehst du, hohe Anti-Geschosskanonen MK3. Das siehst du. Wenn wir damit keinen Autsch machen. So, was ich jetzt noch eben noch machen werde, ist, sobald ich diesen Python erforsche, aber das wird ja in 54 Sekunden der Fall sein, dann werde ich sämtliche Fahrzeuge, was die Kommandoeinheit betrifft, den Panzer, also die mittlere Kanone Panzer, der wird auch einen schweren Rumpf bekommen und wird sie schnell nachproduzieren und ja, Forschung abgeschlossen. Und her schicken. Weil da müssen ja Einheiten außerhalb der Landezone stehen, sonst wird die Mission als, ja, gewonnen, abgestempelt, sag ich schon fast. Und das wäre ein bisschen schade. Hier, der ewige Kreis. Ach, wie schön. Es gibt manche Dinge, die bleiben einfach. Das ist beautiful. Ich mag das hier. So, wie ist es nun?
Ah, oh, ich sehe schon, ich bin schon wieder 40 Minuten in der Folge, das gibt's doch gar nicht. So, fertig. Das heißt, ich werde jetzt hier. Guck mal, jetzt kriegen wir richtig fette Rümpfe hier. Guck mal, das wird jetzt richtig schick hier. So, Zeit. Oh nein, 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 nein. So viele Commander wollen wir gar nicht. Tun wir die drei schon mal schrotten? Rückkehr zur Landezone. Schrotten einfach den Teil hier. Guck mal, da haben wir jetzt nämlich von den großen Sorten, jetzt nämlich die große Sorte, nämlich von dem Python, nämlich die Ketten. Weil das dreht sich auch darum, warum ich sie hier herhole. Das ist, wenn nämlich die Mission zu Ende ist, wenn alle Fahrzeuge, die sich auf der Transportermission befanden, an der Landeplatz gebracht. Es wäre von großem Vorteil, wenn ich das schon mal ausnutze und die Fahrzeuge, die aus der Fabrik kommen, direkt schon mal hierher hole, weil dann ja. Hoch. Und ja, ich würde sagen, ich mache den sonst an dieser Stelle schon Schluss, weil viel mehr wird jetzt hier auch nicht mehr passieren. Und würde sagen, Leute, ich danke, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Bock hattet, könntet ihr gerne mal eine Bewertung für diese Folge da lassen. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Folge und wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen guten Tag, Mittag, Abend, Nacht. Bis zum nächsten Mal, euer Hamda. Ciao, Leute.